bin ein bisschen erkältet. Kann ich dir vielleicht eine Suppe kochen? Oder meinst du etwa, ich muss dich sogar ins Krankenhaus bringen? Lass mich in Ruhe! Das nervt mich einfach nur. Und deshalb werde ich jetzt, glaube ich, einfach gehen. Hier ist sie aber auch nicht. Tabby, wo steckst du denn? Na, da habe ich aber mal schön geschlafen. Und der Tag beginnt. So, ich schau mal direkt nach, wie es Tabby geht. Die schläft ja gerade unten auf meinem Sofa. Die habe ich ja gestern erst adoptiert. Und da muss ich jetzt erstmal schauen, wie es ihr geht. Ich hoffe natürlich, dass es ihr gut geht und dass sie sich wohlfühlt hier in meinem Haus. Also, weil ich kenne die ja ehrlich gesagt noch gar nicht. Also, die war ja gestern in meiner Schule und hatte eigentlich gar niemand, der sich um sie kümmert. Und deswegen habe ich sie ja adoptiert. Aber ob die sich hier wohlfühlt, das muss ich jetzt erstmal noch schauen. Und da ist sie ja schon. Guten Morgen, Tabby. Tabby, du Schlafmützer. Aussehen. Tabby, Tabby, was ist denn mit dir los? Geht's dir nicht gut? Du wusstest ja ganz schön. Uiuiui. Ich hatte mal besser ein bisschen Abstand. Guten Morgen. Ich bin ein bisschen erkältet. Oh, na das klingt auch so. Also das klingt aber wirklich gar nicht gut. Also, als dein Vater, da muss ich mich natürlich auch wirklich gut um dich kümmern. Und da würde ich sagen, was kann ich denn für dich tun? Kann ich dir vielleicht eine Suppe kochen? Oder was anderes? Oder brauchst du eine Decke? Ach, eigentlich gar nichts. Ich glaube, ich muss mich einfach nur ein bisschen ausruhen. Doch. Du brauchst auf jeden Fall ganz, ganz viel Fürsorge. Weißt du was? Ich bring dich jetzt nach oben, weil oben in meinem Bett ist eine ganz, ganz, ganz dicke Decke. Also, da werde ich dir auf jeden Fall helfen. Also wirklich, lass mich mit... Dann gehe ich nach oben ins Bettchen. Aber dann würde ich gerne einfach nur schlafen, okay? Ja. Ich lass dich ganz in Ruhe schlafen. Ich bring dich erstmal nach oben. Okay. Also, du hast die Wahl. Hier ist ein Bett und oben ist auch noch ein Bett. Beide haben sehr, sehr dicke Decken. Also, du hast die freie Wahl. Oben. Oh je. Okay, na, das sieht doch gut aus. Jetzt bist du komplett unter Decke verschwunden. Aber... Oh, Tabby, das klingt immer noch nicht gut. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal besser gleich zur Apotheke und bringe dir ganz viele Medikamente mit, damit es dir bald wieder besser geht. Oder meinst du etwa, ich muss dich sogar ins Krankenhaus bringen? Nein, du musst doch nicht übertreiben. Ich bin einfach ein bisschen erkältet. Es hat doch gestern geregnet, als wir nach Hause gegangen sind. Ja, das stimmt. Das ist ja schon schlimm genug, dass es so geregnet hat und es so kalt war. Und das ist jetzt auch der Grund, warum es dir so schlecht geht. Weil eine Erkältung, also wenn man die nicht ernst nimmt, dann wird das ganz, ganz, ganz schnell... ganz, ganz übel. Also, da möchte ich wirklich auf Nummer sicher gehen, dass es dir gut geht. Also, soll ich dir vielleicht noch eine Decke holen? Oder soll ich dir vielleicht doch eine Suppe kochen? Ich mache sehr, sehr leckere Suppe. Also, ich weiß ja auch gar nicht, wie ich als Lehrer jetzt wirklich mich auch wirklich in so einem Fall um dich kümmern soll. Also, ich kann dir gerne beibringen. Gar nicht. Du sollst mich einfach nur schlafen lassen, bitte. Okay, aber meinst du denn... Bitte lass mich wirklich einfach nur schlafen. Ich bin echt ganz schön müde und ganz schön fertig. Mir reicht, wenn ich mich hier einfach hinlegen und ausruhen kann. Vielleicht koche ich mir dann noch einen Tee. Weißt du, bevor ich zu dir gekommen bin, war ich doch die ganze Zeit alleine. Deshalb ist das für mich jetzt nicht so dramatisch. Ja, okay, da hast du recht. Okay, weißt du was? Ich habe schon verstanden. Dann lasse ich dich jetzt erstmal in Ruhe. Okay, dann schlaf schön. Danke. Dann ruhe dich ruhig aus. Ja, gut, okay, also ich habe das Gefühl, die braucht wirklich jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe. Und da hilft es natürlich nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie ihr über die Schulter schaue, wie es ihr so geht. Das heißt, ich werde ihr jetzt erstmal so ein bisschen die Ruhe geben und ich werde mich jetzt erstmal an den Computer setzen. Ich muss nämlich hier noch meine Hausaufgaben im Online-Portal einfügen. Die Schülerinnen und Schüler, die können ja jetzt noch immer online sehen, was wir für Hausaufgaben haben. Also ich konnte das nicht früher. Das ist natürlich schon echt ein starkes Stück. Und mein Wallpaper hier, also mein Desktop-Hintergrund, der ist auch voll süß. Also das ist einfach ein Hund, den man als Desktop-Hintergrund haben kann. Also das ist schon echt Knorke, muss ich sagen. Also ich frage mich gerade wirklich, also wie geht das Tabby wohl? Also ich wollte sie ja eigentlich in Ruhe lassen, aber auf der anderen Seite bin ich ja neuerdings ihr Vater. Das bedeutet, eigentlich muss ich mich auch wirklich gut um sie kümmern. Und wenn ich jetzt sie einfach da schlafen lasse und gar nichts mache, ich glaube, dann kümmere ich mich doch nicht gut, oder? Also ich weiß wirklich nicht, ob das wirklich bedeutet, dass ich ein guter Vater bin, wenn ich mich eigentlich gar nicht jetzt gerade um sie kümmere. Ich sollte besser nochmal nach oben gehen. Ich glaube, sie braucht ganz dringend eine Suppe und eine weitere Decke. Ich glaube, ganz, 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 ganz eindeutig. Also, ich muss jetzt nochmal nach ihr schauen. Wir schauen jetzt nochmal nach ihr.
du, Tabby, wie geht's dir so? Geht's dir schon besser? Brauchst du eine Decke? Brauchst du eine Suppe? Ich will schlafen, das habe ich doch schon gesagt. Ja, tut mir leid, aber ich dachte, wenn es dir vielleicht schlecht geht, dann muss ich mich doch um dich kümmern. Es hätte doch sein können, dass dir immer noch kalt ist und du dann vielleicht eine Decke brauchst. Also wenn du unbedingt irgendwas machen musst, dann hol mir ein Stück Schokolade oder sowas. Okay, zu Diensten. Ich bin gleich wieder da. Schokolade. Wo habe ich denn hier Schokolade? Also ich selber esse ja keine Schokolade. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich sie im Kühlschrank habe. Ah, mal schauen. Vielleicht habe ich da oben noch ein Stück. Genau, das hatte ich hier von meinem letzten Besuch. Die packe ich jetzt mal ein. Die sieht doch, das ist Milchschokolade. Na, die sieht doch lecker aus. Also die wird ihr bestimmt gefallen. So, dann machen wir den Kühlschrank mal wieder zu. Und zwar so und so. Den Kühlschrank muss man wieder zumachen, wenn man den nicht mehr benutzt. Und dann gehen wir ganz schnell wieder nach oben, weil wenn die Schokolade ihr gefällt, ich glaube, dann wird sie auch ganz schnell wieder gesund. Oh je, da habe ich mir echt eine ziemlich dicke, fette Erkältung eingesammelt. Tabby, ja. da bin ich wieder. Und schau mal, was ich hier in der Hand habe. Hier ist Schokolade. Guck mal hier. Wow. Bitte schön, die ist doch echt lecker, oder? Danke, ja, ist ganz großartig. Jetzt geht's mir gleich schon viel, viel besser und du kannst dich in die Schule gehen und dort Schüler unterrichten. Ah, keine Sorge. Ich habe mir heute schon freigenommen. Das konnte ich spontan zum Glück tun. Denn so kann ich heute den ganzen Tag mich um dich kümmern. Weil das geht definitiv vor. Weil die Schule, die kann auch morgen weitergehen. Aber wenn du krank bist, dann hat das definitiv Priorität. Das bedeutet, ich werde mich heute den ganzen langen Tag um dich kümmern. Das klingt doch hervorragend, oder? Das klingt furchtbar. Weißt du, ich war doch vorher so extrem selbstständig. Deshalb ist mir das ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu viel. Und ich brauche ein bisschen Freiraum. Wie heißt das? Freiraum, also, naja, aber ich kann das wirklich nicht verantworten, wenn ich als dein Vater, wirklich mich nicht um dich kümmere. Hm. Also, es kann doch sonst was passieren, wenn es dir auf einmal doch wieder schlechter geht. Da muss doch jemand da sein, der sich um dich kümmern kann. Papa, ich meine das jetzt wirklich sehr respektvoll und mit allem, was ich gerade, obwohl ich erkältet bin, noch zusammenkriege. Lass mich in Ruhe! Aber Moment mal, warum bist du denn jetzt gerade so? Ich wollte mich eigentlich nur um dich kümmern. Also, hallo? Geh weg! Aber du bist doch meine Tochter. Also, ich muss mich doch um dich kümmern. Also, brauchst du vielleicht, bist du jetzt vielleicht gerade so ein bisschen sauer, weil du keine Decke hast? Oder weil du vielleicht doch eine Suppe brauchst? Mach mir einfach eine blöde Suppe und dann lass mich in Ruhe! Na gut, okay, ich lasse dir deine Ruhe, na gut, okay. Mann, das lief jetzt aber nicht ganz so gut. Also, da sieht man, dass wir uns jetzt genau genommen erst seit einem Tag kennen. Und das zeigt dann schon, da kann man sich auch mal so ein bisschen missverstehen. Ich mache jetzt hier erstmal das Licht aus. Ich glaube, dann kann sie ein bisschen besser schlafen. So, dann machen wir hier mal alles dunkel. Okay, ich glaube, dann wird sie gleich schon etwas besser gelaunt. Dann, wenn hier das Licht aus ist und sie gut schlafen kann, dann ist sie wahrscheinlich auch schon etwas zufriedener wieder. Okay, na gut. Also, naja. Ich werde jetzt erstmal hier eine Runde Fernsehen gucken, weil in die Schule gehe ich jetzt auf jeden Fall nicht, weil wenn es ihr doch auf einmal wieder schlechter geht, dann muss ich ja hier sein. Dann darf ich ja nicht in der Schule sein. Dann bekommt ja gar nichts mit. Und hier läuft gerade eine Tierdoku. Die gucke ich mir jetzt erstmal an. Oh, wirklich, das ist so nervig. Warum kann der mich denn nicht einfach mal in Ruhe lassen? Oh, und jetzt hat er hier noch das Licht ausgemacht. Ich mag das überhaupt nicht, wenn irgendwo das Licht ausgeschalten wird. Das ist richtig blöd. Ich glaube, ich bin doch lieber irgendwie draußen und alleine, als die ganze Zeit so betüttelt zu werden. Das bin ich einfach nicht. Ich bin einfach zu lange schon alleine unterwegs, als dass ich mir das jetzt hier erlauben könnte, dass jemand jetzt so tut, als bräuchte ich den ganzen Tag Pflege. Hm. Das nervt mich einfach nur. Und deshalb werde ich jetzt, glaube ich, einfach gehen. Weil das ist mir zu viel. Huch, out. Hat er mich gesehen? Nein. Okay, schnell weg hier. Ich glaube, ich gehe in die Stadt und setze mich an meinen Lieblingsort. Ich kann euch den mal zeigen. Der ist nämlich echt ziemlich, ziemlich cool. Wenn ich da hochkomme. In meinem Zustand.
Also ich frage mich wirklich, wie es Tabby so geht. Also ich habe jetzt hier ein paar Minuten von der Tierdoku geguckt, aber irgendwie ist sie ganz schön langweilig. Also Tierdokus, na gut, ich hätte lieber eine Doku über ein paar Rechenaufgaben, aber sei es drum. Ich werde jetzt erstmal schauen, wie es Tabby geht, weil wenn es ihr wieder schlechter geht oder wenn die doch eine Decke braucht, also dann muss ich auf jeden Fall zur Stelle sein. Also schauen wir mal nach, wo die steckt. Oh, das Licht ist immer noch aus. Die ist offenbar wirklich immer noch am Schlafen, sonst hätte sie ja das Licht angemacht. Hm. Also, hallo Tabby, ich bin hier wieder da, um mich um dich zu kümmern. Mann, Moment mal, wo ist die denn? Das ganze Bett ist ja leer. Tabby, wo ist die denn? Vielleicht macht die sich gerade eine Suppe. Die macht sich gerade bestimmt eine Suppe. Dann gehe ich jetzt mal ganz schnell nach unten. Tabby, wo bist du? Tabby! Die ist ja aber auch hier nicht in der Küche. Vielleicht ist sie vielleicht gerade im Pool schwimmen? Vielleicht macht die gerade etwas Sport, aber das sollte man eigentlich nicht mit einer Erkältung machen. Aber ich schaue trotzdem besser mal nach. Tabby, wo bist du? Wo bist du? Im Pool ist sie ja auch nicht. Vielleicht in der Garage? Hm. Vielleicht guckt die sich gerade mein Auto an. Das ist, weil, das kann ja auch sein. Tabby, hier ist sie auch nicht. Ist sie vielleicht gerade auf der Straße? Hier ist sie aber auch nicht. Tabby, wo steckst du denn? Ich glaube, die ist abgehauen. Vielleicht war ich wirklich etwas zu... Naja, wie soll ich sagen, zu sehr, dass ich sie betütteln wollte und dass ich mich zu sehr um sie gekümmert habe. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel, weil sie kennt das ja gar nicht und die ist ja eigentlich viel mehr gewohnt, dass sie alleine gut klarkommt. Und wahrscheinlich habe ich sie da zu sehr eingeengt. Oh Mann, das war echt nicht schlau von mir. Ich gehe die jetzt noch ein bisschen suchen, weil ich darf auf jeden Fall nicht zulassen. Es ist ja schließlich immer noch meine Tochter. Ich darf jetzt nicht zulassen, dass sie irgendwas zusteht. Oh, und ich hoffe, ich finde sie noch. Also hier kann ich mich endlich mal richtig schön entspannen. Das ist ja mein absoluter Lieblingsspot. So direkt unter dem Skatepark. Da findet mich nämlich wirklich niemand. Und hier habe ich mich so oft versteckt. Und ich sitze hier wirklich gerne und denke so ein bisschen über das Leben nach. Oder ich habe auch mal eine Zeit lang, da habe ich ein altes Skateboard hier gefunden und dann konnte ich damit hier rumfahren. Aber danach fühle ich mich gerade nicht. Ich bin einfach noch ein bisschen zu krank dafür. Aber hier findet mich mein Vater nämlich zum Glück nicht. Also ich weiß nicht, ob ich dort bleiben kann, weil mir ist das wirklich einfach zu viel. Ich kann das nicht. Ich brauche das auch nicht die ganze Zeit, dass jemand da auf mich aufpasst. Oh, warum muss ich denn jetzt krank werden? Es hätte doch irgendwie viel schöner laufen können, oder? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll.